Jo, hallo, herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Ich bin jetzt ein paar Meter weiter, nur ich war hier unten in der Schlacke. Ja, hatte bloß gerade eben ein technisches Problem, deswegen musste ich die Aufnahme beenden. Bin hier hochgelaufen und habe hier drauf rumgekloppt und dann ging hier die Tür halt auf. So, viel verpasst habt ihr halt nicht, aber ist halt jetzt nur mal das Problem an der Sache dort gewesen. So. Jetzt geht's aber hier weiter. Vorsicht, Vorsicht! Es ist voller Benzin! Jetzt nehmen wir hier das Bergungsgut mit. Ratte, greif die an. Wofür brauchen Sie das? Generator für... Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Wie zum Teufel kriegen wir die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Okay. Nö. So komme ich hier ran. Ach so, ich dachte, da leuchtet irgendwas. Ach hier, guck. Hat doch seinen Grund, dass ich hier rein kann. Okay. Ordentlich Bergungsgut einsammeln ist immer gut. Doppelgut ist besser. Nö, also. Die alte Sau, ja? No one leaves. Das sagst du mir nicht, mein Bester. Lass mir doch nicht vom Schild vorschreiben, was ich machen soll. Aha. Mir verbrennt jetzt hier drüben, was auch immer mir das bringen soll. Toll. Aha, hier. So war das bei dem anderen. Er muss hier reinmachen, ein bisschen drauf rumklicken. Rum. Es gibt keinen Ausweg, Outsider! Das passiert das jetzt schon, nicht? Ach, jetzt muss ich es reinschmeißen, okay? Zum Glück ist sie nochmal da. Plump, und jetzt noch einmal Schepper. Ein Glück respawnen die Lampen. Wie in Wirklichkeit auch. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Yes. Beende es. Bitte. Fahr zur Hölle. Das habe ich nur gemacht, um ihn zu erlösen. Und weil ich dachte, ich könnte Bergungsgut schnappen. Aber naja, no one leaves. Das ist gut. Als wenn er uns das noch mal verdeutlichen wollte. Jetzt, oh, jetzt stirbst du. Ich
Muni. Eine schöne Waffe, gefällt mir. Nur leider ist irgendwie bis jetzt gerade mein Ziel Skill mies gewesen. Okay. Genug Munition haben wir jetzt eingesammelt von den Schrecken. Vater Messias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Das ist jetzt auch voll, das ist gut. Kann man da hochklicken? Dann gehen wir mal weiter. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann... Du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Oh. Okay, erklimmen Sie den Funkturm. Alle Klärchen. Wird ja immer besser. Oh shit. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Detailliert. Guck mir das mal an. Echt viel Liebe zum Detail, also echt toll. Oh, wir haben das Lager. Das heißt. Huh? Dumm. Wir geben mal Fähigkeiten. Was gibt's hier noch? Kämpfer-Upgrades. Halten Sie im Kampf mehr aus, um zu überleben. Werfen Sie mir feine Steine und drücken Sie Gesicht, um sich anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Mehr aushalten ist erstmal ganz gut. Und dann modifizieren wir nochmal das Gewehr, würde ich sagen. Großraummagazin ist schon mal nicht verkehrt. Gepolstert, also das ist ein größeres Magazin für 15 zusätzliche Kugeln, das ist immer gut. Eine Polsterung von Gewehrkolben und Griff zur Stabilisierung der Waffe beim Feuern, auch nicht verkehrt. Ich mache aber erstmal Schuss. Ja, kann man echt nicht verkehrt machen, schätze ich, denke ich mal. Können wir die irgendwie noch, ne, da haben wir eindeutig zu wenig Punkte. Okidoki. Dann müssen wir erstmal hier weiterkommen. Da hat er leider selber Schuld. Verdammt! Komm ich zum Lager? Wie viele sind es? Oh,
für einen Punkt ausgeben. Yes. Komm ran hier. Okay, okay. Muss ja plündern. Oh, 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 oh. Auch was, wenn man nicht noch hier von anderen abgeschossen wird. Geht halt um einiges schneller und ja, zielsicherer vor allem und weniger Munitionsbedürfnis. Bam! Also, so ein Lieber. Immer mal hier in Freundlichkeit looten. Wird man sich angegriffen, ne? Ah, jo. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Nee, ich weiß nicht, was gerade los war. Irgendwie funktioniert ja gerade gar nichts mehr. Ist irgendwie alles stehen geblieben. Seltsam. Egal. Weiter geht's. Ich habe in letzter Zeit sowieso ein paar Probleme teilweise. Also, das eine Mal war das ja auch bei Final Fantasy oder so. War es, glaube ich. Das war auch nicht gerade. Irgendwie, da gab es auch nicht. Also, ich weiß nicht. Irgendwie ist hier und da immer mal so ein Problemchen. Allein auch mit dem Sound teilweise. Also, ich muss da nochmal alles mal überprüfen, dass irgendwo irgendwas ist, was ein bisschen rumstört. Keine Ahnung. Sehr schön. Wow! Du kleiner Arsch! Wo kam der denn her? Ich seh sie nicht! Das ist doch sehr, sehr gut möglich. Irgendwas ist da gerade irgendwie gewesen. Irgendwie ist gerade die Verbindung weg und alles und das ganze Teil hat irgendwie rumgespackt. Seltsam. Ich hoffe mal, das läuft noch ein bisschen. Bis ich zumindest nicht, bis ich die Folge hier durch habe. Oh. Thank you.
Mumpeln da. Was halten die denn teilweise auf? Ich hab den Bogen, du hast den Bogen. Achso, das war das. Ich dachte, fangen wir mit. Ob Bogen jetzt so eine tolle Idee ist im. Doch mal still, du dummes Ding. So. Bevor es weitergeht, werde ich einen kleinen Break machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, gleich läuft es besser mit der Technik, dass ich nicht wieder so einen Hänger habe. Und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.